glaube, hier bin ich relativ durch. Könnten. Oh, die Prothesen hier. Prothesen. Könnten wir machen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Was haben wir hier Schönes? Evening prayers. We shall meet and pray together to warm not only our bodies, but also our souls. Raises hope, lowers discontent. Das ist natürlich was. Shrine. People working nearby. Increase efficiency. Das ist natürlich auch interessant. Nach 18 Stunden könnte ich direkt das nächste Ding machen. Ich glaube, ich nehme das. Einfach weil dadurch wirklich schneller Hoffnung gewinnen kann. Gut. Wie groß sind diese Dinger? Nicht sehr groß. Ach, ich kann die auch hier wie Steam Hubs an der Straße errichten. Das ist schön. Dann ist das da nicht drin. Stehen? Naja. Es ist schon relativ spät. Ich glaube, ich will nicht jetzt anfangen, die Schreine zu bauen. Ich habe das Gefühl, dass mir da häufig Leute krank werden, wenn ich die noch spät in der Nacht auf Trab halte. So. Ich könnte allerdings auch schon mal anfangen. Achso, das wollte ich machen. Ich wollte gucken, wie viele freie Betten ich habe. 21 in Care-Houses. Werden die zur Not auch benutzt? Weiß ich nicht, aber ich muss so ziemlich 4 Häuser bauen gerade. Da, achso, das mache ich auch am nächsten Tag erstmal. Muss ich mir erstmal angucken, wo ich am gescheitesten den nächsten Steam Hub hier hinsetze. Und dann werde ich auch tatsächlich die Sammler brauchen. Naja. Das sind jetzt aber auch schon nur noch 3 gewesen. Das waren vorher 7. Ich den Vortag verloren habe. So. Am wichtigsten ist es vermutlich, für die Häuser zu sorgen. Ich glaube, ich baue erstmal die Häuser und dann den Steam Hub. Oh, guck mal, das hier ist sogar noch drin. Wenn ich dann die beiden Sammelhäuser hier, Gathering Posts, gebaut habe, könnte ich auch den Workshop ins Auge fassen, den dritten.
Passt das genau? Oh, das ist ja schön. Sind wir hier mal so mit Querstraße hin. Dann könnten wir eigentlich auch Work time. Get moving. Moment, das ist der Kreis vom einen Steam. Besten wär's, das auch auf diese Höhe hinsetzen würde, ne? Na gut, dann baue ich die Straße hier einfach ein bisschen weiter. Tada. Jetzt hier schon ins Team ab hinbauen. Yep. Kirche ist dann zwar nicht mit drin, aber damit können wir die damit umgehen, glaube ich. So. Ich verbrauche ganz schön viel Holz gerade. Nahrungsmittel sehen noch gut aus. Ist allerdings auch eine Überlegung. Oh. Hi. Oh boy. Achso, completely empty. Center, Settlement, Mountain, Upright Boulder, Roughly Plain Face, Someone Chiseled, Following May God Forgive the Genius who Sacrificed Human Lives in the Name of Progress. But we can't. Exiles of Tesla City. Holz. Dreadnought Landing. Das war irgendein Story-Trigger, glaube ich. Was steht da? Allied? Nee. Was für eine Colony? Walled Colony. Da sind bestimmt Leute drin. Ist richtig nah, ne? 4 Stunden. Na ja, komm. So. Hier sind wir gleich fertig. So fertig, wie man nur sein kann. Was natürlich bedeuten wird, dass wir jetzt wirklich miese machen. Yep. So. Also während wir Kohle sammeln und so, ist das nicht so wild. Das sind dann 100 irgendwie pro Stunde. Aber das Gemeine sind halt die Nächte. Wir keine Kohle sammeln. Resources Gathering Post. Das wollte ich bauen. Zack. Zack. Ah doch. War richtig. Da müsst ihr nicht viel Kohleüberschuss haben hier. Yay, Hope. So, lass uns mal auch weiterbauen hier. Ich würde irgendwie so hier noch sagen. So, und anschließend werde ich die Leute da auch zum Sammeln zuteilen. Wenn die Keys kommen, muss ich auch mehr Nahrung sammeln, denke ich. Beziehungsweise könnte ich ja erforschen, dass ich effizienter sammle nochmal. Ich glaube, der Großteil meiner neuen Leute, die werden Nahrung sammeln. Alles andere wird ja von Automaten oder von den
Kohlesammlern hier gemacht. Yay, ein Schrein. So. Mechanical Calculators. Nice. Stufe 3. Was können wir denn hier machen? Streamlined. Naja, gut. Das ist mir egal. 10% mehr Effizienz. Das ist natürlich interesting. Medical Auto. Retro. Vision Gathering. 15% schnelleres Sammeln. Ja. Steam Wall. Die beiden sind ganz interessant momentan, finde ich. Außenposten ist aber eigentlich auch interessant. Aber Upgrade müssen wir auch machen. Hunting Tactics vielleicht. Ja. Einfach weil es überlebenswichtig ist. Hallo. Sir, people have started to leave personal charms and beads and written prayers at shrines as votive offerings. It seems it helps them keep their spirits up in these trying times. Und das ist doch gut. Myong. Stahlwerke arbeiten kontinuierlich bei 60%. Das können wir vermutlich auch bald boosten. Bisschen Hoffnung dazu gewonnen. Kann das mal aufhören zu blinken hier bitte? Langsam nervt das ja. Ich kann immer noch keinen neuen Sermon halten. Hier kann ich nichts Aktives machen. Nee. Achso, Book of Laws. Purpose. So, was haben wir hier? Field Kitchens. Provide people working nearby with hot meals. Oh, was? Das ist interessant. Verbraucht das zusätzliche Nahrung? Falls nicht, wäre das ja ziemlich broken, dass ich noch ein zusätzliches Wärmelevel dadurch erhalte in der Umgebung. The faithful working in the house of healing will not only heal the sick, but also pray for them, giving them hope. Heilt sie langsamer. Ein zweischneidiges Schwert. Später kann es passieren, dass sehr viele Leute auf einmal krank werden und dann hat man ein Problem, wenn die nicht schnellstmöglich wieder gesund werden. Deswegen wäre ich da ein bisschen zögerlich. Some Londoners may mend their ways. Nice. Wo kann ich den Evening Prayers ausrufen? House of Prayer und Tempel, okay. Ich glaube, das mache ich. 20 Nahrungseinheiten, also Rationen sind jetzt nicht so wild. Tada! Okay, jetzt haben wir es hier ausgeglichen.
Das heißt, es sollten wenigstens keine neuen Londoner dazukommen. Nice, das hatte ich mir erhofft. Das ist schön. So, wir haben jetzt jede Menge Plus. Selbst wenn das nicht reichen sollte, bauen wir einfach hier daneben das nächste Kohlewerk. Beziehungsweise das können wir auch noch einmal upgraden später. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wir werden früher in Kohleprobleme laufen. Relativ zeitgleich werden die auch wieder mal hier reinkommen. Einmal die Kiddies hier, ne? Deathly Silence. Oh, was? Keine, doch Menschen. Exiled. Tesla City. Oh, das sind viele Menschen. Das sind viele Menschen. Das sind 60. Kann sie ausrauben. Ich spüre eigentlich kein großes Verlangen, 60 neue Leute aufzunehmen. Okay. Stunden, das ist nicht viel Zeit, um die Häuser zu bauen dafür. Zum Glück dürfte ich den Platz dafür haben, wenigstens, um einen neuen Steam Hub anbrechen zu müssen. Tatsächlich könnte ich schon mal ein Haus bauen dafür. Ich habe auch noch Häuser, die ich nicht geupgradet habe, fällt mir gerade so ein. Ist das drin? Das ist drin. Waiting? Achso, ja. Der mal. Nein. So. Genau, was wir auch noch machen wollen. Worker, Children. Zack, zack, so. Überall, wo geht, setzen wir jetzt zum Sammeln die Kinder ein. Das sorgt einfach dafür, dass wir mehr Jäger und so weiter zur Hand haben, wenn wir sie brauchen. Und ganz ehrlich, hier Kohle diese Strecke stemmen, das könntest du schon machen. Hunting Tactics. Ach, ich spare Arbeiter. Oh, hätte ich mir das mal durchgelesen. Ich habe doch keinen Mangel an Arbeitern. Oh, verdammt. Ich dachte, ich sammle mehr Nahrung dadurch. Zugenäht. Wie warm sind die Gebäude hier? Das Kehrhaus ist ganz schön kalt. Dass da keine drin sind. Was ist das hier eigentlich?
Libraries, your people. Na gut. Das könnte ich auch bauen. Das muss ich früher oder später auf jeden Fall machen. Efficient Gathering für. Ja, Automaton Integration. Das brauche ich auf jeden Fall. Gut, 20, 21 Uhr in etwa. Ach, es reicht, wenn ich morgen die Jagdhütten baue. Nein, das mache ich auch nicht. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Haus upgrade hier. An den verbleibenden Erststufen. Oh, mir fällt gerade was ein. Meine Taktik geht nicht auf mit dem Workshop hier hinbauen, wenn ich hier eventuell noch einen Kohlesammler baue. Ha. Was ist der Radius hier von dem? Wahrscheinlich nicht groß genug, oder? Wäre schön, wenn ich die Gebäude drehen könnte. Ja, aber das wäre mit dem Bauprinzip hier wahrscheinlich schlecht zu vereinbaren. Darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Hier im Workshop hinbeute. Wäre das super, wäre in allem drin. So. Und. Nein. Ach, jedes Mal. So, wo kann ich ungefähr ansetzen? Da. Wäre auf jeden Fall außerhalb des Wärmekreises. Ja, das wäre auch außerhalb des Sammelgebiets. Ich habe ein Gebäude gebaut, 5 brauche ich noch, ne? So war das doch. Ja, geht doch dahin. Wir haben doch hier Häuser für euch. Das Gebäude natürlich umziehen, obwohl das schlecht isoliert ist, glaube ich. Das hat da plus 1. Wir haben plus 2. Mit den Leuten? Oh ja. Ich habe nicht viel Zeit zum Bauen, fällt mir mal gerade so auf. Hätte mir vielleicht auch vorher auffallen können. Das habe ich eigentlich ein bisschen verschätzt. Oh, was ist hier los? People regain hope. For the first time that Londoners have failed to persuade anyone to abandon our city and flee to London, people are recovering from their shock at the news of Winterhome and starting to hope for the future. Noise. Bei jedem dieser Event steht am Ende im Prinzip einfach nur Noise. So, gebe ich mal direkt vor Häuschen wieder. Wir haben 74 Arbeitslose Doppel hier rumlaufen. Kann ich hier, glaube ich, ordentlich Dinger hier in die Queue stellen. Ah, die Hitzedinger. Ach nee, das ist nicht das Hitzeding. Schon gut. Vergesst es. Hier kann ich nicht hinbauen. Okay, 1, 2.
Oder so bauen, dass ich hier im Zweifel nochmal was hinsetzen könnte. Glaube ich. Ist doch so, ne? Ja. So. 2, 3, 4, 5. So. Alle brauchen sie Straßen. Unglaublich. Als 2 Tage her inzwischen. Unglaublich. Oh, 2 Level. Also das wird definitiv nicht für Dauer sein, zumindest für 2 Level. Aber wenn ich Pech habe, ist das der nächste permanente Temperaturabfall. Oh mein Gott. Ja, damit relativiert sich das auch relativ recht stark wieder mit meinem Kohlevorrat hier. Als ich gezwungen sein werde, hier noch eine Stufe einzuschalten, dann... brauche ich ordentlich Kohle. Jetzt müsste ich auf jeden Fall 60 Plätze haben. Ja, 66. Wie sehen meine Pläne aus? Auf jeden Fall muss ich hier die Häuser upgraden. Überhaupt kein Weg dran vorbei. Sonst verrecken die mir da in der Nacht direkt. Vorausgesetzt, ich schaffe es nicht, hier den Generator höher zu schalten. Apropos, das muss ich auch noch erforschen. Ich denke, das zweite Kohlewerk hier hat Vorrang vor dem Workshop. Jetzt setze ich hier das zweite Kohlewerk gleich hin. Erforsche, dass die schneller sammeln. Ich glaube, hier werde ich leider nichts mehr hinbekommen, oder? Eine Sammelstation, muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall ist mein Grundoutput extrem hoch dann in Kohle und den 2 Werken. War das hier nicht gerade? Ich dachte gleich. Nein, egal. Never mind. Definitiv auch.
Ressourcen, die wir hier noch brauchen. So. Automaton Integration. Nice. Das bedeutet, ich werde das Power Upgrade. Oh. Ich werde das erforschen, sobald ich Stahl habe. Dammig. Ich hoffe, die bringen Stahl mit. Ja, ein bisschen. Reicht aus. Mit Holz habe ich auch keins mehr. Zeit, dass ich das mal hier upgrade. Alright. Was würde ich machen? Erforschen. Das hier. Fundamental Research. The automatons can be improved. Take a closer. This engineer won't be able to work for 24 hours. Ja, meinetwegen. Als ob der mich interessiert. Wir haben so viele arbeitslose Leute. Unglaublich. Okay. Ah, aber ich fühle auch, dass es eigentlich eine ganz gute Stelle für einen Cut ist. Wir wissen, was wir als nächstes zu tun haben und können hier gut wieder aufsetzen beim nächsten Mal. Deswegen würde ich einfach sagen, ich unterbreche hier die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst.